Ground & Pound TV, Marc Bergmann vor Ort bei der 5. La Familia Fight Night in Halle an der Saale. Und bei mir steht nun John Kallenbach, ein glücklicher John Kallenbach, der den Rückkampf gegen Waldemar Wiebe soeben nach Punkten gewinnen konnte. Verzeihung. Und für alle, die es nicht gesehen haben, fasst den Kampf mal aus seiner Sicht zusammen. Das waren drei sehr, sehr spannende Runden. Es waren sehr spannende Runden. Erstmal Respekt an Waldemar. Ich habe mir immer vorgenommen, auch wenn ich gewinne, respektvoll gerade mit anderen Gegnern oder Kämpfern umzugehen. Das möchte ich einfach auf diesem Weg machen, weil ich ganz einfach der Meinung bin, jeder, der heute Abend hier gekämpft hat oder kämpft, großen Respekt. Ich denke, das sollten sich viele Kämpfer einfach mal annehmen. Habt nicht so einen großen Mund, habt Respekt voneinander, weil alleine das, was wir heute Abend hier aufgezogen haben, denke ich, sagt alles. Habt nicht so einen großen Mund und liefert vor allen Dingen gute Kämpfe. Und ich denke, das habt ihr heute beide gemacht. Habt ihr auch beim letzten Mal schon gemacht, vor 2 Jahren. Diesmal wolltest du klare Fronten schaffen. War wieder ein sehr, sehr enger Kampf. Hast du denn klare Fronten geschafft, deiner Meinung nach? Ich denke, ich habe klare Fronten geschafft. Ich habe versucht, dass ich ihn keinen freien Lauf lasse, gerade mit Druck und so weiter. Ich habe einfach auch versucht, Druck zu machen. Ich denke, es ist mir gut gelungen. Und ich denke, ich kann sehr, sehr stolz auf den Kampf sein, auf den Sieg auch. Jetzt hat man dich kämpfen sehen, wie man dich nicht oft kämpfen sieht. Du hast sehr, sehr viel geklincht und so. Das sind ja Sachen, die man von dir eigentlich nicht kennt, gerade deshalb, weil du auch ein langer Kämpfer bist, deine Reichweite oft nutzt. War das so die Strategie oder ist das eher so aus dem Kampfgeschehen raus passiert? Nein, es war so die Strategie, wenn er ein Mann ist, gerade weil er kleiner als ich ist, ist im Innenfight für mich sehr, sehr schwierig. Deswegen abklammern, clinchen, break, auseinander, ich kann wieder neu aufbauen. Ich denke, das ist mir sehr, sehr gut gelungen. Ja, und deswegen, ich denke, ich habe verdient gewonnen, also... Jetzt hat sich die Ecke von Waldemar Wiebe ein bisschen aufgeregt nach dem Urteil. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ja, man regt sich immer als Betreuer auf, weil man immer der Meinung ist, sein Kämpfer hat gewonnen. Ich denke, ich habe heute bewiesen, dass ich definitiv diesen Kampf gewonnen habe, auch nach Punkten. Und deswegen, aber egal, gewinnen oder verlieren, großen Respekt an Waldemar. Und ich denke, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Jetzt bist du ein Mann mit sehr, sehr viel auf dem Tisch. Du bist nicht nur Kämpfer, du hast auch ein Gym, du machst auch eine Veranstaltung noch in diesem Jahr, habe ich vorhin schon gehört. Haben wir uns ja auch im Interview vor dem Kampf schon drüber unterhalten. Ja, erzähl mal, wie geht's denn jetzt mit dir weiter? Wann kämpfst du das nächste Mal? Wann ist denn deine Veranstaltung und wie läuft's mit dem Gym? Also mit dem Gym läuft's sehr, sehr gut, einfach weil wir den Leuten zeigen wollen, Kampfsport ist was für jedermann. Wir fangen ab 5 Jahre an. Es will nicht jeder Fußball spielen. Ich denke, dass wir einfach uns ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen für die Jugend, weil gerade mit Drogen und so weiter wird es viel, viel schlimmer. Und ich denke, wir sind ein gutes Beispiel dafür, dass man auch ohne Drogen Spaß haben kann und sich gerade irgendwie profilieren kann, gerade im Sport. Und das ist halt mein Ziel definitiv. Deswegen ab 5 Jahre. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Das Gym läuft wirklich gerade für 3 Monate. Wir haben jetzt 90 Mitglieder, also ich denke, es spricht für sich nach 3 Monaten. Wir sind dran, größer zu werden. Ich arbeite dran, ich gebe mir Mühe. Die Veranstaltung ist am 20.09. Wir haben eine neue Location, ganz einfach, weil die alte Location, der Umfang, eine Sporthalle in eine Festhalle zu verwandeln, einfach zu groß ist. Jetzt die Stadthalle ist eine Festhalle, dadurch wird mir sehr, sehr viel abgenommen, was sehr positiv ist. Und ja, und ich lasse mich einfach überraschen. Das ist mein nächstes Ziel. Angebote, klar hat man viele Angebote, aber ich denke einfach, dass man immer ein bisschen mit einem klaren Kopf an die Sache gehen soll. Man kann 5, 6 Kämpfe im Jahr machen, aber davon verlierst du 3, weil du einfach nicht klar im Kopf bist. Und ich denke, das ist der größte Mist, den du machen kannst, gerade wegen Verletzungen und so weiter. Ja. Also sehen wir dich das nächste Mal am 20.09. in Saalfeld sozusagen vor heimischem Publikum. Ja, kannst du dazu noch irgendwas sagen? Gibt es da einen Titel? Gibt es da einen Gegner schon? Der Gegner hat gerade ausgemacht. Ich habe mit Klaus Nondermacher, bin ich im Gespräch. Es wird definitiv ein Grieche werden. Es wird in die 79er Klasse gehen. Normal bin ich 76. Das 79er ist für mich sehr bequem, weil ich da nicht so sehr runterkommen muss. Wo ich die Möglichkeit von der WKU bekomme, um den Profi-WM-Titel zu kämpfen. Wo ich mich sehr, sehr freue, dass ich überhaupt die Möglichkeit dazu kriege. Ich denke aber einfach, dass auch gerade die Verbände und so einfach gute Kämpfe präsentieren wollen und so und auch welche, die vielleicht ein bisschen mit mehr Herz dabei sind als so ein Ego-Trip. Ich denke, das sollten sie alle mal ein bisschen runterschrauben. Ein schönes Schlusswort, John. Falls du noch irgendjemandem danken willst, grüßen möchtest, die Kameras dort. Ich bedanke mich erstmal bei La Familia. Ich bedanke mich ganz, ganz stark bei Daniel Zollner und Marek Laczynski, weil Daniel Zollner hat mich wirklich sehr fokussiert auf diesen Kampf eingestellt. Erfurt ist nicht so weit weg wie Halle, deswegen musste ich einfach Erfurt nutzen von den Entfernungen. Und Daniel hat wirklich super Arbeit gemacht. Also wenn ihr wirklich Kampfsportvereine sucht, oder dann geht nach Erfurt, Halle, geht da hin. Ihr seid da gut beraten. Und meinen großen Respekt wirklich an Daniel Zollner, einfach nur danke dafür. Einen großen Respekt auch an meine Familie. Ich habe mir geschworen, diesen Titel heute meinen 2 Söhnen zu widmen. Das möchte ich einfach auf diesem Weg machen. Ich liebe meine Kinder. Also
Und dafür habe ich das Ding heute gewonnen. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir recht herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Feier den Titel, feier den Sieg im Rückkampf und wir sehen uns allerspätestens am 20.09. in Saalfeld. Danke dir. Danke an Corbin und Paul, danke an meinen Sponsoren. Dankeschön.